Herzlich willkommen zurück in der Bautechnikabteilung. Im ersten Video haben wir euch gezeigt, was euch in den ersten Jahrgängen erwartet. In den höheren Jahrgängen lernst du das gesammelte Wissen zu verknüpfen. Denn Bautechnik ist mehr als einfach nur der Bau eines einzelnen Gebäudes. Bautechnik ist in jedem Bereich unseres Lebens präsent. Wenn du dir eine Stadt anschaust, sind nicht nur die Gebäude von Bautechnikern geplant. Es braucht Raumplaner, die die einzelnen Lebensräume einer Stadt planen. Wo entstehen Industriegebiete, wo entstehen Wohnungsgebiete und wo entstehen Parks und Erholungsgebiete? Natürlich lernen wir auch über einen der kreativsten Zweige der Bautechnik, die Architektur. Das Spektrum der Architektur reicht vom kreativen Gestalten eines Einfamilienhauses zum Design großer gewerblicher Bauten. In der Baukonstruktion ist es unser Ziel, ein stimmiges Gefüge zwischen allen Bauteilen zu erzeugen. Dazu ist es wichtig, über alle Normen und Regeln Bescheid zu wissen. Außerdem lernen wir viel über Baustoffe und wie man sie einsetzt. Wir lernen auch über nachhaltige Varianten wie Holz, Naturstein oder Kork. Nicht nur die Konstruktion ist ein wichtiges Themengebiet der Bautechnik. Die ganze Stadt braucht elektrische Energie und die kommt von Wasserkraftwerken, Photovoltaikanlagen oder Windrädern, die auch wir Bautechniker planen, konstruieren und bauen. In das Aufgabengebiet eines Bautechnikers fällt auch die Umsetzung von Energiekonzepten. Erneuerbare Energie ist heutzutage ein sehr wichtiges Thema. Auch die Planung und Umsetzung von Verkehrskonzepten zählt zu den Aufgaben eines Bautechnikers. Dazu gehören nicht nur Straßen. Die Stadt besteht aus Fußgängerzonen, Parks, Radwegen und Brücken. In den ersten drei Jahrgängen erlernen wir schrittweise den Bau eines Hauses. In der ersten Klasse beginnen wir damit, die verschiedenen Eigenschaften eines Grundstückes zu erlernen. Zum Beispiel die Lage, die Umgebung, die Beschaffenheit des Bodens und die Höhe. Und was man beim späteren Bau berücksichtigen muss. Nach und nach entsteht auf diesem Grundstück ein Haus. Parallel dazu werden uns in anderen Gegenständen die Grundlagen des Zeichnens beigebracht. Zuerst erlernen wir das Zeichnen mit der Hand, damit wir das Gelernte auch wirklich zu Papier bringen können. Außerdem ist das Freihandzeichnen in der ersten Klasse ein sehr wichtiges Thema, weil man hier lernt, wie man seine Entwürfe und Ideen so gut wie möglich aufs Papier bringt. Man lernt hier zum Beispiel über Proportionen, Perspektive und Schattierungen. Damit das Gebäude nicht in sich zusammenbricht, lernt man ab der zweiten Klasse im Statikunterricht die Tragfähigkeit der einzelnen Bauteile auszurechnen. Ziel der Statik ist es, dass alle Bauteile im Gleichgewicht liegen. Die Digitalisierung ermöglicht allen Beteiligten einen näheren Einblick in das Bauprojekt. Dadurch erhält man genauere und schnellere Informationen zum Bauwerk. Hier in der HTL lernen wir mit neuen Programmen und Technologien umzugehen. Eine genaue Visualisierung des Bauwerks ermöglicht es uns heutzutage sogar schon, das Bauwerk zu betreten, bevor der Bau überhaupt erst begonnen hat. Das war's mit der Bautechnik. Wenn du dich noch für den Bauhof interessierst, klick hier. Wenn du zu den anderen Abteilungen kommen willst, klick hier.